Ja, Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter und wir sind in Folge Nummer 5 von Transport Fever 2. Letztes Mal hatten wir hier die Linie 6 gemacht und so, da kontrolliert zum Schluss. Hier steht leider keiner. Es müssten im Zug 4 sitzen, der hier fährt. Ja, passt. Und hier unten stehen noch keine. Okay, das wird gleich sich bestimmt ändern. Ah, guck, da ist schon eins, da ist schon zwei. Passt. Da kommen jetzt welche drauf, weil da schon die erste Verbindung ist. Die erkennen das jetzt und dann geht es dann auch voran. Wollen hoffen, dass wir das finanziell irgendwie stemmen können. Hier steht mal wieder gerade minus 400.000 und wir haben 113. Nach dem Intro gucken wir dann, dass wir da bessere Zahlen rauskriegen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Was ist denn hier an der Stadtlinie zugange? Linie 1, drei Fahrzeuge. Wo ist der? Details. Achso, hier oben kann ich den sehen. Ach, die sind noch unterwegs und wahrscheinlich sind die alle drei noch unterwegs. Ja, der gehört auch zu Linie 1 und wo ist der dritte? Da. Okay, das dauert noch, bis die ankommen und dann, dass da mehr Fahrgäste draufkommen. Alles klar, dann haben wir das schon mal geklärt. So, das würde bedeuten, wir haben jetzt diese Stadt erschlossen mit Bus, um dann mit dem Zug hier hochzufahren. Diese Stadt ist auch erschlossen, auch mit dem Bus, um dann mit dem Zug weiterzufahren. Hier haben wir auch erschlossen und da fahren die auch weiter. Jetzt sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir eine andere Einnahmemöglichkeit noch finden. Was denn hier mit dem Getreidehof? Abnehmer. Gladbeck und Leitzkau. Das ist so weit weg. Ach so, dann wird auch eine Bäckerei daraus. Und die haben Lieferanten, ist klar. Und Abnehmer haben die. Ach, Orte dann. Okay. Ah nee, das ist mir jetzt noch zu kompliziert. Oder? Also von dem nach da würde ja gehen, ne? Aber das ist schon noch weit. Wie sieht es denn hier aus? Auch so. Gladbeck und Leitzkau, gleiche. Bringt uns auch nichts. Das ist alles zu weit dahin. Weiß ich, wo war Gladbeck? Hier rechts irgendwo, oder? Kettemersen, Hofzen, Dören. Ja, schon. Wollen wir gar nicht weiter gucken. Was haben wir denn sonst noch hier so? Da ist Öl. Auch Öl. Lieferanten. Warte mal. Lieferanten und Abnehmer. Wo ist denn die Ölquelle? Ah, die ist hier. So, Abnehmer sind Winnenölraffinerie. Okay, die ist gar nicht so weit weg, aber schlecht zu erreichen, ne? Weil keine Straße hingeht. Kettmersmühle ist weit weg und Rügkamps. Oh, das ist nicht so weit weg. Aber da musst du hier erst irgendwie um die Ecke fahren, oder? Da lang, da lang. Aber was machen die dann daraus? Treibstoff. Ja, das ist alles zu weit weg. Das bringt uns noch nicht weiter. Hier haben wir einen Wald. Wer sind denn die Abnehmer? Das ist falsch. Ah, das sieht doch so aus. Ja, das ist nebeneinander. Das ist nicht weit. Das würde schon mal funktionieren. Von da nach da fahren ist nicht so schlimm. Wie geht's denn hier in der Kette dann weiter? Lieferanten ist klar und Abnehmer. Verlängern. Na, das ist auch nicht weit weg. Das ist weit weg. Das ist auch weit weg. Und Bozen. Bozen wäre nicht so weit weg. Von da müsste man durch den Berg dann durch oder so. Hofzen Werkzeugfabrik, wo ist die? Ah, da. Ja, da müsste man auch noch andere Waren hinbringen. Aber ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir den Wald hier anschließen, ne? Das bedeutet, wir brauchen ein Gebäude. Das hier war ja das für den Bus und das hier ist für die LKWs und das. Auch Entlader halt. Aber die können man nicht beladen. Okay, das heißt, das ist das Richtige. Das bedeutet hier hin. Drehen wir mal.
Aber wir haben nicht genug Geld. Wir sind auch schon wieder im Minus. Das heißt, wir müssen Kredit aufnehmen. Das ist nicht gut, aber ist halt so. So, dann noch einmal auf ein neues. LKW-Station, ja. Okay. Machen wir so. Und dann zum anderen hin. Das war ja hier irgendwo. Dahin. Eben kostete das nur 79, ne? Das ist, wenn ich das so umdrehe. Okay, hier kostet jetzt auch nur 79 oder 78 sogar nur. Passt. So, dann ist das schon fertig. Das heißt, wir müssen jetzt. Was sind das für Einstellungen? Achso, da kann man mehrere Halter und so machen. Die brauchen wir jetzt da wahrscheinlich erstmal nicht. Das heißt, wir müssen da oben hin, wo unser Depot ist. Und kaufen ein Fahrzeug. Und zwar dieses. Kostet uns 23. Und müssen jetzt eine neue Linie haben. Neue Linie, genau. Linie Nummer 7. Wo ist der Wald? Da ist der Wald. Hält da an und fährt nach da. So. Laden, wenn vorhanden. Was ist das hier? Keine Ahnung. Steht nichts. Terminal 1, Terminal 2. Keine Ahnung, wofür das hier ist. Passt auf jeden Fall erstmal. So. Linie 7. Ich glaube, das war es erst. Und das müsste eigentlich schon unterwegs sein, oder? Jetzt müssen wir nur gucken. Was haben wir? 164.000 an Geld. Hier ist diese Kutsche. Fahrzeug verwalten, weil ich will die jetzt kopieren. Klonen. Das kostet ja nur 23, ne? Also 3 will ich wohl drauf machen. Wir haben jetzt 300.000. Irgendwo ist gerade Geld hergekommen, glaube. So, dann wollen wir mal hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Wo ist denn hier der Zug zum Beispiel? Ich höre ihn schon irgendwo fahren. Da fährt er raus. Der ist fast vollgeladen. Das ist schon mal gut. Wie viel ist denn da unten jetzt an Passagieren? Ah, 72. Okay, da brauchen wir keine Sorgen machen. Das wird schon werden, ne? Wie sieht es hier bei einer Bushaltestelle aus? Da steht gerade keiner. Aber die laufen auch gerade rüber. Das heißt, da muss eine Kutsche gewesen sein, oder? Wahrscheinlich diese, ne? Aber ist keiner drin. Ja. Wo ist noch ein Halt? Hier hinten ist irgendwo noch ein Halt, oder? Ja, doch da. Da ist auch keiner. Ja, und hier mitten in der Stadt, da stehen sie natürlich, 33. Ja, das ist jetzt, weil hier dieser Halt ist zwar noch da, weil da die Schifffahrt war, aber das ist ja, erübrigte sich jetzt, ne? 259.000, okay. Ja, das mit dem Holz wird dann laufen. Jetzt müssen wir nur gucken, was macht das Sägewerk aus dem Holz? Ne, hier sind wir falsch. Da sind wir richtig. So, jetzt kriegen wir von der Hallandorfer Werft versendet 400 und Transport 0 bisher. Okay, das läuft aber, wenn die denn da sind. So, Abnehmer ist dann Maschinenfabrik, Werkzeugfabrik, Maschinenfabrik, Werkzeugfabrik. So, jetzt müssen wir mal rauszoomen und gucken, wo das ist. Das ist da. Die Straße könnte hier durchs Tal gehen. Und hier dran irgendwie, oder? Wir müssten nur so verbinden. Aber gucken wir mal nach Gladbeck. Na, Gladbeck ist auf der anderen Seite von der Karte. Und Winnen ist auch auf der anderen Seite von der Karte. Brauchen wir auch nicht machen. Und Bofzen. Bofzen ist auch nicht weit. Aber durch diesen Weg brauchst du da auch nicht. Das ist schon eine Passstraße dann, ne? Aber der Rücken ist natürlich krass, ne? Da müsste man einen Tunnel durchbohren, ne?
Obwohl es hier ja nicht so hoch ist, ne? Hier wird es gehen. Das ist ziemlich flach sogar, ne? Hier ist ein bisschen Gebirgskette, ja, aber nicht so ganz so schlimm. Kann man das hier verlängern? Ach guck mal, der baut dann schon automatisch einen Tunnel. Der uns viel zu viel Geld kostet. Kannst du also vergessen. Also das wird nichts. Das können wir schon mal vergessen. Ich glaube, so rum hat man die Karte immer, ne? Oder so sogar? Nee. So war es, glaube ich, schon. Ja. Entwicklung des Unternehmens. Diagramme hier. Okay, naja, die Entwicklung ist gerade sehr schlecht, weil das Rote sind unser Wert und das andere ist unser Kontostand. Der Wert geht immer weiter runter und der Kontostand, ja, obwohl jetzt, ja, naja. Aber irgendwo waren noch mehr Sachen, ne? Was ist das hier? Linienstatistiken. Ah, die sind vielleicht noch brauchbar. Ja, Linie 6 fährt momentan am schlechtesten, das ist auch klar. Achso, hier kann ich ja. Aber der hat jetzt 18 Passagiere, das ist doch schon mal gut. Kommen von hier unten mit 18, wie viel stehen denn da noch? 4 schon wieder, okay, das ist nicht schlecht. Ich glaube, wenn er dann ankommt, dann geht das Geld ja besser damit, ne? Wie viel haben wir hier oben? Oh, schon 9, das ist ja auch nicht schlecht. Ist die andere Zukunft nicht gerade erst rausgefahren, oder? Na, schon ein bisschen länger her, hier unten ist er. Aber der hat ja die 23. Okay, den Tipp hier können wir auf jeden Fall zumachen. Einnahmen 65 minus. Hier stehen ja reichlich, ne? Hier steht niemand. Und hier in der Mitte stehen auch wieder reichlich. 39. Sind von 33 auf 39 hoch. Ja, das ist nicht wenig. So, jetzt hatten wir das mit dem Holz. Und hatten geguckt, wo das andere hinfährt. Ist nur die Frage, wo die Kutschen sind, ne? Okay, der fährt schon mal hier weiter. Die anderen beiden sind da. Hm, wird werden. Dauert seine Zeit, ne? Wie weit sind denn die für da hinten? Linie 1. Fahrzeug 11 ist wo? Oh, auch noch nicht viel weiter. Ach, und dann hält der hier auch noch auf, ne? Das ist schlecht. Die andere hält davon aufgehalten. Das ist doch auch Linie 1 hier, ne? Ja, genau so ist es. Okay, die machen natürlich noch mir richtig miese. Oh, jetzt sieht es gerade ganz schlecht aus. Wann kommt Linie 6 an? Okay, dauert noch einen Moment. Und dann fließt Geld eigentlich. Es stehen zum Glück schon 13, das heißt, rentiert sich dann vielleicht auch die Linie. Machen wir gerade schneller. Können wir auch ganz schnell machen, ja, ne? Oh, wir haben 128.000 plus. So, jetzt mal gucken, was Linie 6 macht. Oh, 100.000 sind das gewesen. So schlecht war es jetzt nicht, ne? Linie 6 steht zwar noch hier oben, aber... Ah doch, ist tatsächlich die schlechteste gerade. Aber nicht mehr ganz so schlimm, ne? Jetzt gibt es aber schon Linie 1, die noch schlechter ist. Das liegt daran, dass die Leerfahrten haben zurzeit noch, bis sie ankommen. Vielleicht hätte sich gerechnet, ein Depot hier oben irgendwo noch zu bauen. Hm, ist jetzt aber auch egal. Hier stehen 19. Da stehen 70. Da 23. Da 29. Und die Fahrzeuge auf Linie 5, 4.
Kommt jetzt gerade an, hat 4 geladen und nimmt da 4 mit, ne? 2, 1, 0. Und dann wieder 1, 2, 3, 4. Also diese Linie hat ja überall Leute stehen, ne? Das heißt, auf Linie 5 müssen wir definitiv Fahrzeuge drauf setzen. Wie viel Geld haben wir? 145. Ich mache noch 2 da drauf. Weil die Linie rentiert sich. Zurzeit sind Einnahmen bei 150.000. Kann man nichts anklicken. 270 transportierte Passagiere, Güter 0. Okay, was haben wir denn hier noch? Fahrzeugstatistik, okay. Kann es auch größer ziehen, ja. Dann ziehen wir das auch nochmal größer. So, jetzt ist kein Balken mehr da. Zug 2 macht gerade die meisten Miesen, aber das wird ja gerade. Und sonst sind es alles Kutschen, die Miesen machen. Zug 1 ist natürlich der Top-Zug gerade. Okay. Was haben wir noch? Stationsstatistik. Cargo. Ah, 194 Holz liegt da, ne? Da müssen wir was dran tun. Überlastung, sehr gut, sehr schlecht. Fasanenweg. Okay, das ist hier wohl. Unterhalt. Oh, das ist hier teuer. Pellinken und Hallendorf. Ach, das sind die Passagierbahnhöfe wahrscheinlich, ne? Ja, wird wohl so sein. Aber 11 stehen da und 4. Das passt schon erstmal. Macht erstmal einen guten Eindruck, würde ich sagen. So. Dann hatten wir hier noch 2 Sachen. Statistiken. Gucken wir uns doch mal gerade noch an, ne? Oder? Größe. Kittmers Mühle, Pellinken, Leitzgau, da sind. Ja, hier war die Schifffahrten unterwegs, ne? Pellinken und Leitzgau sind wir, glaube ich, jetzt noch dran, ne, oder? Ja, und Leitzgau ist am Wasser. Und das war die Schiffsverbindung. Deswegen sind die so groß wahrscheinlich. Und Rühlkamp. Rühlkamp ist nichts von uns angeschlossen, oder? Macht jetzt auch keinen Sinn, die anzuschließen. Wie ist jetzt hier die Karte? Achso, wir sind hier weit oben noch. Okay, das macht keinen Sinn. Haben wir auch geklärt. Und dann haben wir hier noch die letzte Statistik, die Industriestatistik. Ja, da läuft ja noch gar nichts. Einfach aus dem Grunde, weil wir Versand 400 Hollendorf. Okay, das dauert dann noch. Bis wir das versenden, bis die da sind. Aber das sind die Kutschen schon, ne? Ja. Okay, die kommen wenigstens gleich schon mal an. Das ist schon mal etwas dann. Und bringen dann noch Passagiere hin. Und die anderen, die fahren hier rum, ne? Ja, genau. Okay, wird werden. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. 30.000 Miese. Hier steht 193, aber 380.000 Miese. Weiß wieder keiner, was da Sache ist, ne? Hier stehen die Leute. Der Zug kommt da gleich irgendwann an, dann wird es ja wohl ein bisschen mehr Geld geben, ne? Der macht gerade Miese. Kommt an und. Jetzt müssen wir hier aber. Oh, der kommt doch noch nicht an. Ach, jetzt da, jetzt. Kurz gesehen und. Knapp ins Plus. Wo ist der andere? Ich will hoffen, der kommt auch gleich an. Ja. Der ist da. Das wird noch dauern. Sieht gerade nicht so rosig aus. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.